の男。Weiteren Detektiv Conan Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um eine sehr, sehr wichtige Sache, die ich ja schon fast übersehen habe, aber die wahrscheinlich das Rätsels Antwort ist. Heute geht es nämlich darum, wo genau das Geheimversteck bzw. eines der Geheimverstecke der schwarzen Organisation ist. Und ja, meine lieben Leute, wir können das Ganze schon erheblich eingrenzen, denn wir müssen uns nur mal kurz zurückerinnern. Episode 136, 137, 138, den Männern in Schwarz auf der Spur 1 bis 3. Wer das Ganze in Manga-Form nachlesen möchte, Band 8, 19, Kapitel 176 bis 181. Dort wurde uns nämlich Ai Haibara vorgestellt. Ja, sie wurde also eingeschult in die gleiche Klasse wie Conan Edogawa. Und nach und nach hat er halt im Fall mit der schwarzen Organisation Assoziation bekommen. Und zu guter Letzt hat sich dann halt Ai Haibara geoutet, weil sie ja auch der schwarzen Organisation geläufig ist. Und da wusste man am Anfang ja gar nicht, ist sie jetzt gut, ist sie böse und so weiter und so fort. Letzten Endes hat sich das ja alles aufgeklärt, dass sie sich umbringen wollte, letztendlich geschrumpft ist, beziehungsweise verjüngt ist, abgehauen ist aus dem schwarzen Organisationslager, aus den Fängen der schwarzen Organisation, weil sie halt realisiert hat, dass ihre Schwester, ja, Akemi Miyano, getötet wurde. Deshalb wollte sie sich ja auch eigentlich umbringen. So, und dann ist sie halt losgerannt und es hat geregnet und vor dem Haus von Shinichi ist sie quasi zusammengebrochen. Das heißt also, ein kleines Mädchen, sie ist ja im Endeffekt 16 Jahre, je nachdem, ob wir nach Anime oder Manga gehen, wurde sie verjüngt. Das heißt, ja, der Geist ist zwar genauso gleich geblieben, aber der Körper muss sich ja anpassen. Und jetzt müssen wir mal einfach davon ausgehen, okay, ein kleines Kind flieht irgendwo, ja, ist 6 bis 7 Jahre und bricht dann zufälligerweise vor dem Haus von Shinichi zusammen. Das heißt also, ein kleines Kind, wir wissen im Manga und im Anime, sie hat nichts genommen. Sie ist nicht mit Bus gefahren, sie ist nicht mit Taxi gefahren, sie hatte kein Fahrrad dabei. Sie ist gelaufen. Es war eine regnerische Nacht und sie ist dann letztendlich zusammengebrochen. Das heißt also, dass zwischen dem Lager bzw. eines der Lager der schwarzen Organisation und dem Haus von Shinichi ja gar keine große Strecke liegen kann. Denn wenn es ein kleines Mädchen schaffen kann, da loszulaufen den Tag, ja, müssen wir mal realistisch sein, wie viele Kilometer kann sie denn da überhaupt zurücklaufen? Ich glaube jetzt nicht, dass sie 24/7 gelaufen ist, ja, von dem Lager zu Shinichi, sondern dass es sich hierbei höchstens um einige Stunden, wenn nicht sogar ein paar Minuten gehandelt haben muss. Das heißt also, wenn wir jetzt einfach mal so googeln, ja, wie weit so ein kleines Kind, wie viele Meter, wie viele Kilometer das so am Tag ohne Beschwerden, ich sag mal, zurücklegen kann. Da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig, dass das Lager der schwarzen Organisation, ja, die Entfernung zu Shinichis Haus, höchstens 15 Kilometer sein kann, wenn überhaupt, ja. Vielleicht sogar nur 10 Kilometer. Das heißt, irgendwo im Umkreis von 10 Kilometern muss ja das Lager der schwarzen Organisation sein. Und dann denke ich mir so, okay, Moment mal. Wie krass ist das eigentlich? Ist es ihm niemals in den Sinn gekommen, Ai Haibara zu fragen, von wo sie losgelaufen ist, wie lange sie gelaufen ist, ob sie irgendwas sagen kann? Nein. Er musste sich irgendwie immer in die Detektei einschleusen, an Mori heften, um irgendwelche Hinweise zu kriegen, ja. Jagt jedem kleinen Hinweis auf die Spaßorganisation nach, wie ein Hund, ja. Wie ein Hund einfach. Aber dieses Rationale, dieses Einfache, darauf kommt keiner. Und das ist das, was ich extrem geil finde, ja. Wenn wir mal überlegen, in 10 Kilometer, das ist jetzt einfach mal ein Beispiel, muss ja irgendwo eines der Lager liegen mit der schwarzen Organisation, zufälligerweise genau da, wo Shinichi wohnt, ja. Und das ist halt irgendwo schon krass. Denn im Endeffekt beschäftigen sich viele Spekulationen, Theorien ja damit, was mit der Organisation ist, was die Ziele sind, wie viele Mitglieder es gibt und so weiter, wie die da hingekommen sind. Aber es gibt kaum Theorien, woher sie kommen, beziehungsweise sie müssen ja irgendeine Art Verbindung, Studentenhaus haben für die Organisation, irgendeine Art Unterkunft, irgendein Treffpunkt und so weiter und so fort, wo sie sich halt ja, treffen, wo sie halt vielleicht eine Garage haben, Fuhrpark und so weiter und so fort. Ja, gerade wenn wir jetzt einfach mal den Film 20 nehmen, auch wenn
wenn es noch ein Körner ist, da kommen die mit so einem übelst krassen Mega Kampfhubschrauber an, so, weißt du? Also den hast du ja auch nicht irgendwie mal kurz in deinem Garten, so, weißt du? Also da muss man mal wirklich ganz klar sagen, es ist eigentlich schon krass. Und wenn wir das so ein bisschen zurückführen, ja, einfach mal so ein bisschen verfolgen, dass Ahai-Brei den Weg gelaufen sein muss als kleines Kind, frage ich mich wirklich, wie krass das ist, wie krass der Zufall sein muss, dass das Lager der Organisation so nah bei Shinichi liegt. Ja, das ist natürlich nicht alles. Man kann ja auch direkt natürlich sagen, okay, Moment mal, wir sollten jetzt nicht mit extremer Logik in Detective Conan vorgehen, ja, wobei ich mich wirklich frage, okay, wenn es sich doch so interessiert, wieso hast du Ahai-Brei nicht einmal gefragt? Es gab ja mal so ein paar Anspielungen, wo Ahai-Brei immer wieder so ein bisschen ausgewichen ist. Und wir wissen ja auch von Gosho Aoyama, dass Ahai-Brei mehr über die Organisation weiß, als sie eigentlich zugeben will. Zumal wusste sie auch, wer Anokata ist. Sie wusste auch von Anfang an, wie der wahre Name der schwarzen Organisation ist. Das wissen wir ja immer noch nicht. Und da ist natürlich die Frage, warum erzählt sie das nicht? Ja? Aus Angst davor, dass Leute verletzt werden könnten. Wobei ich mir dann denke, ja, die könnten doch eh die ganze Zeit verletzt werden. Also was machst du quasi mit dieser Information schlimmer? Vielleicht möchte sie ja dann nicht mit dieser Information Conan, keine Ahnung, ins wörtliche Exil schicken oder einfach mal den sicheren Tod schicken, weil sie weiß, dass Conan sehr, sehr dickköpfig ist und die Chance, die er dadurch kriegen würde, definitiv nicht auslassen würde, um dann da irgendwie was dingfest zu machen. Aber meine lieben Leute, das ist erstmal ein Punkt, der mir eingefallen ist, genau zu sein gestern, wo ich einfach mal ein bisschen mit euch drüber reden wollte. Und habt ihr mal drüber nachgedacht, ja, was es eigentlich für ein Zufall ist, dass Ahai-Brei eigentlich die Strecke so easy zu Fuß gehen konnte? Schreibt mir mal in den Kommentarbereich, was ihr davon haltet. Was denkt ihr darüber, ja? Wie wahrscheinlich ist das, dass das Lager oder eines der Lager der schwarzen Organisation relativ nah ihm bzw. in der Nähe von Shinichi liegt? Das würde mich auf jeden Fall mal brennend interessieren. Schreibt es mir mal in den Kommentarbereich. Das wäre es eigentlich. Würde mich auf jeden Fall mal wahnsinnig interessieren, eure Sichtweise, eure Argumente bzw. einfach eure Gedanken dazu zu hören. Denn im Endeffekt bin ich ja nur eine Person mit einer Sichtweise jetzt hier einfach ganz spontan runtergeredet. Und ja, ich denke mal, vielleicht, wenn ich da ein paar geile Beiträge lese, könnten wir zusammen das Rätsel lösen, wo eines der Lager der schwarzen Organisation ist. Einen ähnlichen Podcast, ganz nicht so spezifisch, habe ich ja schon mal gemacht. Werde ich euch vielleicht auch unten mal verlinken. Da habe ich mich auch mal damit auseinandergesetzt. Okay, eigentlich müssen die doch einen Treffpunkt haben. Fand ich damals eigentlich auch sehr, sehr interessant. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaito Akai.